Hallo lieben Natastisch-Fans, ich darf euch ganz herzlich zur 6. Folge Hero Discussion begrüßen. Heute geht es um die Aktion Hashtag I'm not Daredevil oder Hashtag rettet Daredevil. Vielleicht hat der eine oder andere Comicleser es bereits bemerkt, der Verlag Panini hat schon länger keine Daredevil-Serie mehr rausgebracht. Was natürlich alle Doppel-D-Fans trauern lässt. Doppel-D? Wir als Comic-Tuber möchten euch und Panini darauf aufmerksam machen und berichten deshalb einen Monat lang über Daredevil. Da ich mich hauptsächlich auf meinem Kanal auf Filme und Serien konzentriere und weil es zu Ostern perfekt passt, stelle ich euch heute sämtliche Easter Eggs aus dem 2003 erschienenen Daredevil-Film vor. Und auch wenn der Film schon etwas älter ist, Spoiler-Alarm! Wenn man heute vom damaligen Daredevil-Film spricht, kommt einem großer Spott und Lachen entgegen. Dazu kann ich sagen, das ist alles nur Mainstream. Weil so ziemlich alle Nerds sagen, der Film ist schlecht, weil Ben Affleck mitgespielt hat. Das ist genauso wie Batflake. Traurig, dass es diesen Namen überhaupt gibt. Ich bin immer noch der Meinung, dass Ben ein guter Schauspieler ist, der sehr unterschätzt wird. Aber Schnauze haben sie. Aber irgendwann ging es auf YouTube los, dass ihn alle niedermachten und somit auch den Daredevil-Film schlecht darstellen. Das einzige, was ich an dem Film nicht mochte, waren die nachgestellten Matrix-Szenen. Diese Technik wurde aber zu der Zeit modern, deswegen sie auch häufiger in Filmen zu sehen war. Beispielsweise auch in Spider-Man 1. Deswegen kann man das auch wieder verkraften. Und ja, die Spielplatzszene ist unnötig. Aber ich finde, Filme, gerade die über Helden gezeigt werden, brauchen einfach einen gewissen Humor. Schaut euch am besten den Director's Cut an, dann seht ihr, wie gut der Film wirklich im Licht dasteht. Das ist meine Meinung zum Daredevil-Film, deswegen gibt es von mir auch noch zusätzlich den Hashtag Make Daredevil Great Again. So, dann fangen wir mal mit den Easter Eggs an. Als erstes hätten wir da Stan the Man Lee, der es mal wieder geschafft hat, sich in einem Marvel-Film zu verirren und beinahe überfahren wird, wenn der junge Matt Murdock nicht wäre. Später gibt es noch einen Moment, in dem Foggy Nelson meint, dass Matt Mr. Lee gefeuert hat, was natürlich auch eine Anspielung an Stan Lee ist. Es gibt viele Szenen, in denen es Anspielungen an verschiedene Autoren und Zeichner gibt, die damals an Daredevil gearbeitet haben. Als Beispiel hätten wir Frank Miller, David Mack, Brian Mendes oder Joey Quesada. Meine Lieblingsanspielung ist aber die an John Romita Senior bzw. John Romita Junior, der in den späten 90ern für Daredevils Aussehen verantwortlich war. Matt bekommt in einer Szene einen Anruf von Heather. Diese war in den Comics bekannt als Heather Glenn und war lange Zeit Daredevils Freundin. Der Name vom Pater lautet Everett. Dies könnte eine Anspielung an Bill Everett sein, der für die erste Ausgabe Daredevil verantwortlich war. Auch ein Frank Miller Cameo hat es in den Film geschafft. Er bekommt vom Schurken Bullseye einen Stift in den Kopf gerammt, was ein tragischer Tod für einen Autor ist. Letztendlich hätten wir noch Ben Urichs Laborassistent. Dieser heißt nämlich Kirby mit Nachnamen und könnte eine Anspielung an den Comiczeichner Jack Kirby sein. So, das war's mit der heutigen Folge Hero Discussion. Welches von den genannten Easter Eggs ist euer Favorit und habt ihr vielleicht noch welche zu ergänzen? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr unsere Aktion unterstützen wollt, dann setzt unter Videos oder Comics den Hashtag I'm not Daredevil oder Hashtag rettet Daredevil, um mehr Menschen auf unsere Aktion aufmerksam zu machen. Und wenn ihr mehr Easter Egg Videos wollt, dann schreibt mir das auch unten in die Kommentare. Unten in der Videobeschreibung findet ihr eine Liste mit allen Teilnehmern, die beim Daredevil Projekt mitmachen. Und auch vielen Dank an Mabugu, der das großteils organisiert hat. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen rauf. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann gebt Verbesserungstipps. Abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Und ich hoffe, ich darf euch bald wieder begrüßen. Hier bei Hero Discussion.